Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zum Morgen-Update. Nun ist es soweit, eine Kaltfront kommt auf uns zu, allerdings nur eine schwache Kaltfront. Die bringt heute, aktuell ist schon von Nordwesten her nach Osten voranschreitend, Regenschauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Süden von Deutschland noch einmal sonnig und bis zu 29 Grad warm. Im Regen sind es dann nur so 18 bis maximal 22 Grad. In der kommenden Nacht verlagert sich die Kaltfront in den Südosten mit Schauern nach Nordwesten. Westen hin lockern die Wolken bereits wieder auf, da bleibt es schon wieder trocken. Und nach Westen hin bilden sich in den Niederungen dann doch einige Nebelfelder, also Vorsicht auf den Straßen. Und die Temperaturen gehen zurück auf 15 Grad in der Lausitz, sondern im Bereich der westlichen Mittelgebirge, zum Beispiel im Sauerland, kann es auch in den Tälern mal gegen 7 Grad runtergehen. Und dann haben wir wieder einen einigermaßen freundlichen Samstag, vor allem in der Mitte, in einem Streifen von Baden-Württemberg und dem Saarland. Über Thüringen bis nach Vorpommern ist das der Fall. Da wird der Sonnenschein eindeutig überwiegen. Im Nordwesten sind ein paar Wolkenfälle dabei, an der Nordsee direkt auch einzelne Schauer. Und auch im Südosten wird es ein bisschen dauern, bis die Schauer abklingen. Aber im Großteil von Deutschland bleibt es schon trocken. Die Temperaturen morgen dann gedämpfter. Wir erwarten zwischen 18 Grad an der See und maximal 23 Grad im Breisgau. Schon am Sonntag im Süden mit dem nächsten Hoch wieder viel Sonnenschein, bis zu 25 Grad im Norden regnerisch bei maximal 18 Grad. Und auch am Montag ist das Ganze so. Im Süden wird es noch wärmer, bis zu 28 Grad bei viel, viel Sonne. Nebelfelder gibt es nur vereinzelt. Und im Norden, da bleibt es regnerisch. Da hat es so um die 20 Grad.